Hände, schwerer als Koffer. Sie ziehen mich hinunter. Ich werde den Fußboden durchbrechen. Ich sollte meine Hände wegschneiden. Aber mir bleibt nichts, um ein Messer aus meiner Tasche zu holen. Ich habe nur meine Hände. Wie erbärmlich. Guten Tag, werte Herr. Darf man stören? Von Störung kann gar keine Rede sein. Wir wollten Sie besuchen, aber wir haben Schwierigkeiten gehabt, Ihr Zimmer zu finden. Es scheint, dass Sie oft wechseln. Das ist jedenfalls das beste Hotel in der Stadt. Herzlichen Dank, Sie sind sehr nett. Gut, dass Sie da sind. Ich werde mich fast durch den Fußboden. Meine Hände, die sind ja viel leichter. So leicht. So leicht! Wir werden uns bald besser kennenlernen. Das ist meine Frau. Ja, wir werden uns bestimmt besser kennenlernen. Sie schüchtert meine Frau ein. Das Eis muss gebrochen werden. Wirst du sprechen? Sag etwas. Kein Kuchen, kein Champagner. Oh, entschuldigen Sie. Wir hätten daran denken sollen. Sie hat etwas gesagt. Wenn man sie kennt, ist sie richtig charmant. Oh. Kuchen und Champagner. Brech das Eis. Ja. Auslagescheibe, als du eine Verkäuferin warst. Das Eis ist zersplittert und zerschneidet meine Adern. Das Eis ist kalt. Lass uns nicht mehr vom Eis sprechen. Mein Körper schmilzt wie Schnee in der Sonne. Schmilzt in deinen Armen.
Eis brennt. Du verbrennst mich. Du kitzelst mich. So ein hartnäckiges Eis. Meine Frau ist unwiderstehlich. Ich hole schnell Teller. Thank you.
gesagt, ich? Es gibt kein Ich. Wissen Sie nicht? Wir sind alle andere. Ich bin eine andere. Sie sind ein anderer. Er ist ein anderer. Kein Ich. Adieu, mein Herr. Adieu. Korkenzieher. Zu Hause haben wir keine. Der Kopf unten und die Füße oben.